Ganz, ganz wichtig, Leute, wenn ihr keinen Stream verpassen wollt, wenn euch meine Streams gefallen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und macht auf jeden Fall auch die Glocke an, weil YouTube ist zurzeit ein bisschen tricky mit der Benachrichtigung, dies, das, bla, bla. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Fix, alter Maul, okay. Wir spielen heute 8x1 Bad Wars auf dem gomehd.net Server und schönen guten Tag möchte ich erstmal sagen an der Stelle. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie war denn euer Tag, Leute? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich lese mir gerne mal so in den Kommentaren durch, was ihr so heute gemacht habt, wie es euch so heute geht und ob euch alles heute passt, wie es ist. Digga, Fix, was laberst du für einen Scheiß? Auf jeden Fall, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr heute so gemacht habt. Ich bin jetzt aufgestanden, nehme jetzt das Video für euch auf, schneide das Video dann und dann lade ich es direkt hoch, damit ihr auch was zu schauen habt, direkt nach der Schule. Ich versuche wieder, meinen 6 Uhr morgens Upload-Rhythmus reinzubekommen, aber zurzeit ein bisschen mit Wochenende ist immer hinher, dies, das, bla, bla. Immer ein bisschen schwierig, aber kriege ich schon hin, denke ich. Das wird schon wieder auf jeden Fall. Ich habe heute auch ein kleines Thema dabei. Was hätte man gedacht, Alter? Der Fix hat ein Thema in seinem Video. Kann das sein? Oh mein Gott. Oh, da haben wir unseren ersten Gegner. Ich hab dein Bett. Tschüss. Und flieg. Piu, piu. GG. Und er baut mir direkt den Weg weiter zum nächsten Gegner. Mega nice. Komm, wir machen heute den Ultimate Rush des Jahrhunderts. Das heißt, wir werden alle Leute töten und jeden wegrushen. Oh, da kommt der Pinke schon. Okay, okay, aber er schaut jetzt nicht so mega skillig aus. Aber Leute, genug über das Gameplay gelabert. Ich muss mal ganz kurz mein Thema ansprechen. Und zwar habe ich in letzter Zeit richtig, richtig viele Nachrichten bekommen. Und viele Leute haben mir geschrieben und gesagt, so, yo, Fix, du streamst ja jetzt auf Twitch. Und leider funktioniert bei mir Twitch nicht. Und leider habe ich keinen Twitch-Account. Meine Mama und mein Papa, die erlauben mir keinen Twitch-Account. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass sie meine Streams leider nicht auf Twitch schauen können. Und ich bin auch schon so am überlegen, so, yo, scheiße, Alter, was soll ich machen, Leute, was soll ich machen? Für mich sind Streams da, damit ich einfach so viel wie möglich mit... Er leftet. Ja, moin, als ob er einfach leftet. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Für mich sind Streams da, damit ich so viel mit so vielen wie möglich spielen kann, damit ich einfach auch mit so vielen wie möglich reden kann, sag ich mal in Anführungszeichen, also dass ihr mir Fragen stellen könnt und ich kann vielleicht auch mal antworten, ausführlich antworten so auf die Fragen und... Ja, keine Ahnung. Ich finde Streams einfach cool, weil es halt dann einfach so ein persönlicher Kontakt von mir zu euch ist. Beim Videos ist es immer ein bisschen anders. Da rede ich halt, mache mein Video, schneide das und lade es dann hoch. Und dann bekomme ich ja das Feedback irgendwie ein paar Stunden später oder so. Und beim Stream ist halt sofort, da könnt ihr dann direkt auch nachfragen, falls ich irgendwie ein Detail vergessen habe in der Geschichte oder irgendwas. Deswegen mag ich Streams, Leute. Und ich will natürlich auch mit so vielen wie möglich mit euch, von euch kommunizieren. Und deswegen habe ich mich für was entschieden. Ich habe mich für was entschieden. Und zwar werde ich wieder auf YouTube streamen. Ich werde... Oh mein Gott, ich habe gedacht, der schaut in die andere Richtung, Leute. Ohne Scheiß. Ich habe mich dafür entschieden. Ich werde wieder auf YouTube streamen. Und ich werde außerdem trotzdem auch auf Twitch streamen. Deswegen ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn ihr keinen Stream verpassen wollt, wenn euch meine Streams gefallen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und macht auf jeden Fall auch die Glocke an. Weil YouTube ist zurzeit ein bisschen tricky mit der Benachrichtigung, dies, das, bla, bla. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich streame, weil da, keine Ahnung, YouTube Gaming spinnt da ein bisschen rum. Ich hoffe, die haben das jetzt besser gemacht. Man kann ja jetzt auch VIP holen oder beziehungsweise jeder kann sich jetzt VIP kaufen oder beziehungsweise dieses VIP-Programm gibt es jetzt auf YouTube auch. Das ist so ähnlich wie Twitch Subscriptions und dann gibt es auch eigene Smileys. Aber wie könnt ihr euch das jetzt vorstellen, ist die Frage. Ich werde regelmäßig streamen, Leute. Ich habe es mir vorgenommen, dass ich regelmäßige Streams mache. Ich versuche mindestens 3 Streams die Woche zu machen, 3 Minecraft-Streams die Woche zu machen. Und, oh mein Gott, nein. Diese 3 Streams wird es unter der Woche geben. Also Montag bis Freitag. Vielleicht gibt es auch 5 Streams. Kommt immer drauf an, wie viel ich zu tun habe, wie viel Zeit ich habe und wie viel Bock ich habe. Aber, nice, den haben wir. Ich werde auf jeden Fall versuchen, 3 Streams die Woche zu machen und die werden wahrscheinlich immer so gegen Mittag, Nachmittag sein. Also ich werde so gegen 14 Uhr, 15 Uhr starten und dann bis vielleicht 18, 19 Uhr streamen. Kommt immer drauf an, wie viel Zeit ich habe. Vielleicht auch manchmal nur 1 Stunde oder 2. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich zu streamen. Deswegen, Leute, macht die Glocke an. Minecraft-Streams werden auf YouTube kommen. Unter der Woche immer gegen Nachmittag.
Also bitte schaut vorbei, sagt Hi, ich würde mich sehr darüber freuen. Vielleicht gibt es ja schon eigene Smileys heute Nachmittag im Stream. Weil heute Nachmittag wird es vielleicht sogar schon den ersten Stream geben. Ich bin mir nicht sicher, ich muss noch ein bisschen was aufnehmen und so. Aber vielleicht wird es sogar schon heute Nachmittag den ersten Stream geben. 15 Uhr auf meinem Kanal, mach die Glocke an, komm vorbei. Ja, was ist jetzt mit Twitch, ne? Viele Leute haben auch gesagt, yo, fix, Alter, Twitch ist cool, Twitch macht Spaß, bla bla, dies, das. Und ich muss sagen, Twitch gefällt mir auch sehr gut als Plattform, ne? Ich habe nur gemerkt, so, dass halt viele waren echt traurig, dass ich nicht mehr auf YouTube gestreamt habe. Und das hat mich halt auch selber traurig gemacht, weil ich will ja auch für euch da sein, Leute. Ihr seid ja meine Community, weiß ich gar nicht mehr. Ja, okay, fix. Oh meine Güte. Ja, und dann habe ich mir gedacht so, ja, okay, scheiße. Viele Leute warten auf mich und ich bin einfach weggegangen so. Ich bin einfach weggegangen von euch. Und das war natürlich auch ein bisschen blöd. Und deswegen, Leute, wer Bock auf Livestreams hat, folgt mir unbedingt auf Twitch. Erster Link in der Beschreibung. Folgt mir da sehr, sehr, sehr gerne. Da kommen nämlich andere Spiele. Es wird da kein Minecraft gestreamt, sondern auf Twitch wird PUBG, da wird CSGO vielleicht mit Tom zusammen. Wir haben immer richtig lustige Runden, Matchmaking und so ein Zeug. Dann wird alles Mögliche, wo ich gerade Bock drauf habe. Vielleicht mal Sliver.io oder irgendein Scheiß, Leute. Wo ich Bock drauf habe, das wird auf Twitch gestreamt. Also, falls ihr Bock auf Livestreams habt, checkt es auf jeden Fall ab. Twitch ist da, Leute. Auf Twitch wird es auf jeden Fall dann diese anderen Games geben, andere Spiele halt einfach auf meinem Kanal. Und ja, da würde ich mich sehr freuen, falls ihr mir dann ein Follow da lasst. Wann die Streams kommen und so, das weiß ich noch nicht genau. Da muss ich vielleicht mal so ein, zwei feste Tage machen, wo ich dann einfach auch so andere Games streame, weil ich habe auch Lust, andere Spiele zu spielen. Und natürlich auch im Stream, weil dann habt ihr ja natürlich auch was davon. Ich könnte sie dann auch für mich selber spielen, aber im Stream ist natürlich immer ein bisschen besser. Ich frage mich, was er macht. Ich check's nicht ganz. Aber egal. Alles klar, als ob einfach das spawnt. Okay, flieg! Ist er geleftet? Oh nein. Oh mein Gott, was hat er da drin? Dankeschön. Yo, danke für deine Sachen. Richtig coole Aktion auf jeden Fall von dir. Ja, ich hol mir jetzt erstmal dein Bett. Ach komm, stirb, Junge. Kann ja nicht sein. So, ich hol mir jetzt erstmal ganz schnell dein Bett. So, du bist tot. Ah, perfekt. Leute, so muss das. Warte, ich habe ja hier auch Kopfweb, dann kann ich den ja da reinsetzen. Oh, hat er auch noch Kopfweb vor seinem Becken. Der Junge, der ist vorbereitet, Alter. Läuft bei dem. So, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt noch 12 Gold. Ich könnte mir jetzt... Ah, scheiße, 13 Gold bräuchte ich für eine... Kommt der da irgendwie weiter? Scheiße, der kommt da weiter. Okay, ist wurscht, Leute. Ich lasse ihn mal kurz am Leben. Ich muss mal kurz überlegen, was ich hier mache. Ich hole mir erstmal was zum Essen. Ich könnte mir jetzt zwar einen Bogen machen, aber ich will irgendwie nicht mit Bogen spielen heute. Was soll ich mir denn kaufen von dem Gold? Was kann man sich denn hier Feines kaufen für Gold, Leute? Schauen wir mal, was es noch so gibt. Enderschmörl habe ich leider zu wenig. Rettungsplattform. Ja, komm, Leute, ich kaufe mir einfach nochmal vier Rettungsplattformen. Kann man machen, muss man aber nicht. Und jetzt schaue ich mal. Welche Farbe bin ich denn? Team Orange. Okay, ja, ich lasse ihn erstmal da. Oder? Nee, ich lasse ihn da nicht chillen, weil nicht, dass er dann in die Mitte geht und dass er dann einfach in der Mitte den Shit sich holt. Das wäre natürlich scheiße, Leute. Und dann spammt er mich mit dem Bogen weg und so und dann habe ich keine Chance mehr. Deswegen töten wir erstmal ganz schnell den Typen. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Thema? Bitte, Leute, macht die Glocke an auf YouTube, folgt mir auf Twitch, falls ihr Bock auf andere Streams habt und abonniert meinen Kanal, weil der ist toll oder so. Genau, das ist ein guter Plan. Aber Leute, wirklich, Pre-Intro, wenn ihr Bock auf Streams habt, hallo Leute aus dem Pre-Intro, wenn ihr Bock auf Streams habt, bitte macht die Glocke an. Weil YouTube zurzeit ein bisschen spinnt mit Benachrichtigungen hinher, dies, das. Es wäre sehr gut für mich und natürlich auch für euch, damit ihr mitbekommt, wann die Streams sind. Weil ich habe auch gemerkt, viele Leute so, yo, fix, du streamst ja gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, so doch, eigentlich streame ich voll oft. Dann haben sie gemeint, okay, scheiße, ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Deswegen, Leute, macht einfach die Glocke an. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns alle. Für Team Fix, Alter. Für Team Fix, ihr wisst Bescheid. Ja, das war es eigentlich so zum Thema. Auf Twitch wird es dann die Streams geben, also andere Games und so. Und ich werde dann auch Best-Offs aus den Streams machen. Also falls jemand keine Zeit hat, sich die Streams auf Twitch anzuschauen oder keinen Bock hat oder so. Oder vielleicht auch Twitch bei ihm nicht funktioniert. Dann wird es auf jeden Fall auch die Streams auf
als Wiederholung, nicht die kompletten Streams, sondern so als, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten Video, Best of, kommt drauf an, wie viel da passiert ist, auf meinen YouTube-Kanal geben, Leute, dass ihr da Bescheid wisst, da habe ich auch Bock drauf, weil dann kommen auch mal so andere Games auf meinem Channel, weil ich voll viele Leute sagen immer, yo, Fix, spiel mal das, spiel mal das, spiel mal das, spiel mal das, und ich weiß nicht, ich komme da irgendwie nie rein, irgendwie einen Upload-Plan zu erstellen oder irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe nie Möglichkeiten, das irgendwie zu machen. Und Leute, schaut euch mal an, Alter. Was ist mit den Spielern hier los? Wenn ihr eine 100er KD in Bad Wars versuchen wollt, ich empfehle euch, spielt in der Früh. Es ist gerade 10 Uhr morgens, deswegen spielt in der Früh und dann habt ihr die Pro-Gamer hier. Okay, warte mal, ich habe ja ein bisschen TNT, ich könnte ihn ja wegsprengen, theoretisch. Ich spreng jetzt erstmal sein Ding weg. Sein Ding, Leute, genau so meine ich das. So, bisschen TNT haben wir am Start. Das heißt für mich, ich spreng jetzt erstmal sein Bett frei. Digga, schlag mich doch nicht. Piu, piu, piu. Nice. So, sein Bett ist frei. Hallo. Oh mein Gott. Als ob der die Blöcke benutzt. So, sein Bett ist weg. Und 1, 2, 3, 4, 5. So. Stirb. Stirb. Soll ich mich mittöten? Ja, komm. Nice. Fixes GG. Nice, Leute. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge Minecraft Bad Wars gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen. Danke, dass ihr mein Video bis hierhin geschaut habt. Alle Leute, die bis hierher geschaut haben, schreibt mal ein Herz in den Chat. Schreibt mal ein Herz in die Kommentare. Dann bekommt ihr ein Herz von mir zurück. Und macht auf jeden Fall die Glocke an, Leute, weil Glocke ist wichtig für die Livestreams. Und vielleicht sehen wir uns ja heute Nachmittag schon im ersten Minecraft-Stream wieder hier auf YouTube. Ja, ich freue mich. Bis dann. Tschüss.